Werkes höchst. In landschaftlich schöner Umgebung liegt der Neubau der Zentralmühle. Hier werden aus Fabrikationspartien Farbstoffe und Pigmente gemahlen, gemischt, standardisiert, versandfertig abgefüllt und als Handelsware dem Verkauf zur Verfügung gestellt. In den Jahren 1975 bis 1977 wurde das Gebäude erbaut und ein Jahr später zog die Betriebsführung mit der Verwaltung ein. Von hier aus werden die zwei anderen Betriebsteile betreut, was jeden Morgen mit einem persönlichen Besuch zur Schichtbuchverlesung anfängt. Danach fängt die Büroarbeit an. Durch Einführung der EDV muss man sich auch mit den modernen, dabei nicht immer praktischen Arbeitsmitteln auseinandersetzen. Dabei kann es schon mal passieren, dass einem die Papierschlange entwischt. Die Rundsprechanlage ermöglicht eine schnelle Kommunikation. Auf kürzesten Wege werden Informationen mit den verschiedenen Stellen im Betrieb ausgetauscht. Im Neubau wurden die Büroräume den heutigen Erfordernissen angepasst. Auch Bubi, der Stieglitz, ist umgezogen und fühlt sich in der neuen Umgebung sehr wohl, zumal er von den Mitarbeitern öfter angesprochen und liebevoll betreut wird. Das tut ihm sichtlich wohl. Das Geräusch der Rohrpostanlage und der Schreibmaschinen stört ihn wenig. Der Beweis, dass hier vornehmlich Tierliebhaber arbeiten, ist das Igelkind. In den Wäldern des Taunus, wo es gefunden wurde, hätte es den Winter nicht überlebt. Hier dagegen, bei bester Pflege, entwickelt es sich zu einem Prachtexemplar. Mm-hmm.
So zahm kann ein Igel werden, dass er nicht einmal zum Zusammenrollen bewegt werden kann. In den Monaten Mai, Juni wird dann Mäcki wieder im Wald an einem Taunushang ausgesetzt. 1980, nach 2 Jahren Vorbereitung, wurde die EDV-Anlage zunächst als Versuchsanlage installiert. Aus dem Versuchsstadium ist eine Anlage entstanden, die auf den gesamten Geschäftsbereich ausgedehnt wird. Die Programme ermöglichen eine schnelle Arbeitsweise. So können Bestellungen, Bestandsführungen, Abrechnungen, Arbeitspapiere für die Produktion und Inventur fehlerlos ausgearbeitet werden. Nach der Eingabe fertigt der Drucker die entsprechenden Arbeitspapiere an. Ist nach einer Eingabe die Verarbeitungstaste gedrückt, gibt es eine kleine Pause, die manchmal zum Träumen verleitet. Besonders bei hochsommerlichen Temperaturen, wenn in der Ferne die Maschinen mit den Urlaubern abheben. Zu der Büroetage gehört auch ein Besprechungsraum, in dem dienstliche Diskussionen und Besprechungen geführt werden. Er erinnert auch an die ehemaligen Mitarbeiter der Zentralmühle, die in einer Bildergalerie verewigt sind. Das Neueste vom Tage wird von den Damen mit Genuss kommentiert. Jedoch nicht lange währt der Plausch, denn schon naht der Chef und erinnert an die Arbeit. Sogleich beginnt ein emsiges Schaffen. Einen Blick jedoch auf die Haustauben kann man sich noch leisten.
Im Pigmentlaboratorium werden die Pigmente für Lacke und Kunststoffe geprüft. Sehr unterschiedlich sind die Methoden. Das Pigment muss auf der Tellerreibmaschine angerieben werden. Auf dem Walzenstuhl färbt man das PVC an. Im Paint Shaker wird die Dispergierung durchgeführt. Da die Wege zwischen den einzelnen Betriebsteilen der Zentralmühle, der ATA, der Abteilungsleitung und anderen Betrieben weit sind, ist der Betriebsbote mit Motorkraft unterwegs. Zu den Aufgaben des Betriebsmeisters gehört es auch, den Vorarbeitern und Schichtführern die Mischerbelegung zu erläutern. Der Hausschlosser muss diverse Arbeiten und Reparaturen an Maschinen und Mischaggregaten durchführen, die in der hauseigenen Schlosserei vorbereitet werden. Die Auswertung der ATA-Kritik für unsere laufenden Farbstoffmischungen ist tägliche Routine. Im Kreise von Meistern und Laboranten werden die Arbeiten für die kommende Nachtschicht besprochen und festgelegt. Für die Lagerhaltung stehen ein offener Platz und eine Lagerhalle zur Verfügung. Das von der Fabrikation angelieferte Produkt kommt mit einem Palettenaufzug in die Etage mit den Einfüllkabinen. Thank you.
Der Aufzug arbeitet halbautomatisch und befördert die vollen Fässer nach oben und die leeren Fässer nach unten. Mittels eines Drehstaplers wird in die Kippkabinen der Farbstoff aus den Fässern geschüttet. Durch eine ausgeklügelte Absaugmechanik kann kein Farbstoffstaub austreten. Danach durchläuft der Farbstoff die Mühle und den Mischer. Und wird voll mechanisch ohne Staubbelästigung in Säcke abgefüllt, gewogen und versandfertig in Gitterboxen gelagert. Ein Arbeitsgang reiht sich an den anderen, bis zur Fertigstellung des Endproduktes Farbstoff.